Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir Port Royal abgeschlossen und Jack von seinem Fluch befreit und er segelt jetzt in die sieben Weltmeere, um das One Piece zu finden. Und ich wollte eigentlich mit Winnie Pooh anfangen, aber uns fehlt noch eine Seite, deswegen gehen wir zu Ariel. Und quatschen mit. Nicht mit Ariel, weil Sora nicht mit Ariel quatschen will. So. Ups. Sora, du siehst so zuversichtlich aus. Denkst du, du kannst mir mit dem Anhänger helfen? Jetzt oder nie? Chapter 4: Ursulas Revenge. This is great, Sora. I know he'll be happy to have this back. And just who is this he? Daddy! Ariel, you know how dangerous humans are. You don't even know him! Oh, Daddy, you've told me that you don't trust humans. But they can't all be as bad as you say. And I'm gonna prove it to you. So help me, Ariel. I am going to get through to you. And if this is the only way, so be it. No! Ariel, du armes Kind. Wie kommt sie eigentlich dahin? Du bist Ursula, die Seehexe. Hat mein Vater dich nicht verbannt? So ist es, mein Seeherzchen. Aber wie könnte ich wegbleiben? Nachdem ich gehört habe, wie sehr du leidest. Was du brauchst, ist der Ratschlag einer Frau. Wo ist eigentlich Ariels Mutter? Und wieso haben diese Prinzessinnen nie Mütter? Außer Mulan. Was, wenn ich alle deine Träume wahr werden lassen könnte? Mein Vater würde das niemals zulassen. Oh, na ja, dann kann es keine Liebe sein, wenn du die Sache so leicht aufgibst. Könntest du mir wirklich helfen? Aber wie? Das Problem ist einfach gelöst, du musst auch ein Mensch werden. Ein Mensch? Und du kannst mir helfen? Mein liebes, süßes Mädchen, Kindchen, ich kenne mich nicht aus. Das ist mein Beruf. Ich bin ja deine Seehexe und ich kann zaubern. Komm, Fabio, mach was. Wie schrecklich, Fabio. Was musst du dem König berichten? Geht klar. Wieso muss das Fabio machen? Dann ist es abgemacht. Und verwandle dich hier und jetzt in einen Menschen. Wenn du sie jetzt hier und jetzt verwandelst, dann ertrinkt sie. Weißt du, was du tun musst, ist einen kleinen Vertrag zu unterschreiben. Bitte das Kleingedruckte lesen. Ein Vertrag? Ganz genau, Zuckerstück. Deine Gehleistung ist mir eine Geste. Eine Lappalie. Was ich von dir will, ist deine Stimme. Meine Stimme? Was hätte ich jetzt vergessen? Ich kann dich nur für 3 Tage in einen Menschen verwandeln. Wow! Bevor die Sonne am 3. Tag untergeht, musst du es geschafft haben, dass sich Prinz Herzplatz in dich verliebt hat. Das heißt, er muss dich küssen. Wenn nicht, verwandelst du dich zurück in eine Meerjungfrau und dann gehörst du an mir. Meine Güte, kann ich lesen. Vielleicht findest du meine Bedingungen ein wenig hart, aber immerhin bist du die König. Bist du König Tritons hübsche kleine Prinzessin. Hat Triton nicht mehr Töchter? Von ganz Atlantica verehrt, meine Fresse, ich kann nicht reden. Du hast praktisch die Garantie auf ein Leben im Glück. Bist du sicher, dass du nicht auf deinen Vater hören willst? Du musst dafür nur deine wahre Liebe aufgeben. Na komm, Zuckerstück. Das ist deine letzte Gelegenheit. Aber mir liegt natürlich nichts ferner, als dir zu irgendetwas zu drängen. Hör nicht auf sie, Ariel! Wo ist eigentlich Sora, wenn ich fragen darf? Well, now, I won't intrude any longer. I'll be on my way. You obviously don't want my help. Too bad about your prince, though. He is quite a catch. Wait.
to do a sign? We have a deal. Here you go. Ariel, don't! Sora, please! You got to stop her, man! Wait! Oh! Oh no! She can't breathe like that! Are you the girl? Please wake up. Whoa, easy there. What's wrong? You can't speak? Oh, well, where did you come from? That's my pendant. I can't believe you found it. Thank you. Please, come with me. I want to help you. Sieht so aus, als ob es ganz gut läuft. Schon, aber sollten wir König Triton nicht davon berichten? Auf keinen Fall! Es würde ihm das Herz brechen, wenn er das herausfinden würde. Er wird es aber irgendwann herausfinden, wenn Ariel nicht mehr da ist. Was sollen wir also tun? Wir werden schön hierbleiben und ein Auge auf Ariel haben. Das ist es, was wir tun werden. Ich schätze, mehr können wir wohl auch gar nicht machen. Das war's? Ach man. Ich soll dann nachsehen, wie es Ariel geht. Wo gehen wir? Also bleiben wir hier und beobachten sie. Ist überhaupt nicht auffällig, wenn da eine Schildkröte, eine Krake, ein Meerjungfraumann, eine Krabbe und ein Fisch aus dem Meer gucken. Hast du denn eine bessere Idee? Ja, Sora könnte sich in einen Menschen verwandeln und alles erklären. Würde sicher einiges erleichtern. Wir könnten die Seehexe dazu überreden, ihre Stimme zurückzugeben. Ha! Sie wird sich überhaupt nicht mit euch abgeben. Doch, wir haben sie schon mal verprügelt und ich habe ein Trauma von ihr. Aus DDD. Hey, was? Man weiß nie, bevor man es nicht versucht hat. Hm, vielleicht hast du recht. Es ist zumindest besser, als Scherchen zu drehen. Scherchen zu drehen? Ach so, Scheren. Kann ich mich darauf verlassen, dass ihr euch um Mysolo kümmert? Nein, wir werden sie verprügeln. Aber natürlich! Hallo, Katze. Where's Sebastian? Well,
King Triton wondering about the palace. I wonder if it's about Ariel. If King Triton finds out what happened, we're in hot water. Especially since we kept it a secret. What about Ursula? She disappeared! Well, how's Ariel doing? She's only got until sunset tomorrow, right? Hey, look! Well... I can't see! Whoa! They're okay. Man, they were so close. Well, I think we ought to get back to looking for Ursula. Yeah, good idea. No sign of Ursula anywhere. I wonder where that sea witch could have gone. Ariel's been crying for a long time. What would I give to live where you are? What would I pay to stay here beside you? What would I do to see you smiling at me? Where would we walk? Where would we run? If we could hey, stay what's up with the all day in the sun. Look, there! Just you and me. And I could be... It's Ursula! She must have turned herself into that girl! Okay, that's it. What happened? Eric! You can talk. You're the one. The girl who sang to me. Oh, Eric. I wanted to tell you. Of course. It was you. You're the one who saved me that night in the storm. Oh, Ariel. I'm sorry I didn't figure it out sooner. You're the one I love. Eric. Not so fast! Do you see what I see? You're too late! Ariel! Stop! Stay out of this, you fools. Triton's precious little daughter signed a contract. Now, dearie, let's see how beautiful you are when I'm through with you. That contract's no good. Let her go! Excuse me? Now. Even the great King Triton can't go around breaking binding contracts. Why, it just wouldn't do, would it? Now, if you'll excuse me, I have some loose ends to tie up. Wait, Ursula. You win. Just promise you'll let my daughter go. But we had a deal. Unless, of course, you're offering to take her place. I'm afraid I have no choice. Your Majesty! At last,
who's the mighty ruler of the seas now? You monster! Let him go! Ah! Eric! How dare you, pitiful, insignificant human! Hey, that's enough. Ha-ha! Now you all bow to me! Eine musikalische Herausforderung. Besiege Ursula. Au! Beiß mich nicht! Eine neue Leiste ist erschienen. Drücke X schnell hintereinander, um Ursula zu besiegen. Drücke Option-Taste Aua während des Liedes, um abzubrechen. Bleibt da liegen, ja? Also die Cutscene gehen länger als das Lied oder so, ne? Also der Part. Aber ich glaube, das ist das. Ich habe gedrückt. Aber mein Controller hat nicht reagiert. So, badam bam bam. So. Oh, Amazora. So. Also ich glaube aber schon, dass es eigentlich der Bossfight ist, aber ich hoffe, Atlantica kommt nicht wieder vor im nächsten. Jetzt kommt eine andere Katze. Nein, Sammy, bleib unten sitzen. I don't think so. Oh Gott. So. Aber ich nehme an, dass wir sie bald besiegt haben. Das war jetzt nicht sehr gut. Sammy, ich sehe nichts. Geh weg. Geh weg. Dankeschön. Das darfst du nicht trinken. Sammy! Ja, so super gemacht! Mach Krach einfach während meiner Aufnahme, ist okay. Ach, manchmal liebe ich Katzen, wirklich. Ups. So. Doch, wirfst du. Nein. Aber ich habe so ein dummes Gefühl, dass sie eventuell Ariel doch wirklich auch in Kingdom Hearts 3 bringen. Wegen Melody. Voll ins Gesicht geklatscht. Okay, wir haben sie besiegt eigentlich. Sie hat keine Liebstaste mehr. Also stirb jetzt, Ursula! Ich habe keine Ahnung, wie lange dieses Lied noch geht. Aber okay. Du Zora, sie gerade beleidigen? Ich habe so das Gefühl, dass... Aber ich glaube, das ist jetzt das letzte Lied tatsächlich. Ich glaube nicht, dass noch ein... Doch, es kommt, glaube ich, noch ein letztes, der wo sie das Musical singen. Ich hab's geschafft. That's what you think. No, it's not possible. It's over, Ursula. That belongs to me. All right, then. You can have it. Ja, genau. Könnte Sora ja eigentlich auch machen mit seinem Schlüsselschwert. Ich glaube, diesen Kampf gibt es auch in DDD, nur dass man mit Sora alleine kämpfen muss. Und man auf einem Boot sitzt, auf einem Floß. Ich glaube, das ist der Tutorial-Kampf. Please, Ariel. You can come out now. It's okay. Ariel? See, Eric? This is why I went to Ursula. This can't be. I would have told you sooner. To think. Eric, goodbye. I had all that time and I didn't work on my swimming. Huh?
Well, I guess it's never too late to learn, right? Will you teach me? Oh, I'd love to. All right. Oh, armer König Triton. Mysteriöser Graben. Besitzt eine hohe Magiekraft und erhöht den Schaden, der durch eisbesiedelte Attacken verursacht wird um 20%. Also haben wir jetzt Ariel abgeschlossen. Prinz Eric ist ein starker Typ und mutig obendrein. Ja, aber er ist ein Mensch. Oh Mann, nicht schon wieder. Er könnte einfach mit dem Taucheranzug kommen. Wie lief es mit deinem Vater, Ariel? Super, danke für eure Hilfe. Ich muss los, bis später. Ich dachte, wir haben das abgeschlossen. Da kommt jetzt noch eine Episode. Hey, warte! Sebastian, beinahe hätte ich es vergessen. König Triton sagt, das diesjährige Fest sei so wichtig, dass das Musical besser alles übertrifft, was du je gemacht hast. Alles übertrifft, was ich je gemacht habe? Sag schon, was ist denn los? Ihr müsst mir einen Gefallen tun. Singt. Was? Quack! Aber wie? Um was geht's? Das hätte das Musical perfekt gemacht. Du benötigst die Blitzgar-Magie, um Sebastians Idee in die Tat umzusetzen. Habe ich, glaube ich, nicht, oder? Ich habe kein Blitzgar, ich habe Blitzgar. I'm so sorry. Aber gut, dann gehen wir in die nächste Folge zu Herkules. Und ich glaube, ich weiß, was da auf uns zukommt. Weil dann müssen wir sogar an einem Cup teilnehmen, soweit ich weiß. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber gut. Das war's mit dieser Folge von Kingdom Hearts 2. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.